Willkommen zurück zu Freeze Me. So. Ja, ich weiß. Es klang nach einer Tür, die sich nicht von ihr geöffnet hat. Bla bla bla. Wie im letzten Part. Aber ich mache erstmal hier weiter. So, bereit machen für laute Musik. Ah, ist mal ein kleiner Schock. Fordere Pigleton heraus. Dun, 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 dun. La 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 la. Du 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 du. Ba ba da ba bam bam bam. So, wo ist er denn? Da ist er. Okay, den Weg bis dahin finde ich. Hoffentlich. Sollte ich eigentlich. Wie ihre Brille eigentlich immer so als einziges übrig bleibt. Total komisch. So, hier muss ich hin. Pigleton, das schnellste Wesen im Fat the Cat Land. Ich sehe, dass dich diese Statue interessiert. Ja, das bin ich. Was? Du glaubst nicht, dass ich der Schnellste bin? Wenn du es schaffst, mich in einem Rennen zu besiegen, werde ich dir etwas geben, was dir gefallen könnte. Willst du mich herausfordern? Klar. Los geht's. Oh. Jetzt muss ich den Weg merken. Uiuiui. Uiuiui, wie mache ich das denn? Wie soll ich das machen? Es geht doch nie und nimmer. Ich muss halt irgendwie einfach Abkürzungen nehmen oder so. Nicht schummeln, du musst. Du wirst durch den vorigen Checkpoint. Was? Wo war denn der erste? Ich war zuerst im Ziel, komm schon. Ich hab doch gesagt, dass ich zu gut bin. Warum fragst du mich nicht gleich noch? Ach so, gut. Ich bin direkt wieder hier. Immerhin habe ich den Weg jetzt einigermaßen im Kopf. Ach so, da bin ich einfach. Toll. Am Ende lässt er aber noch mal richtig in Geschwindigkeit nach. Der wirkt nur am Anfang ein bisschen unmöglich. Ach, wieder eine interessante Musik, muss ich sagen. Irgendwie mag ich die Musik in diesem Spiel.
Ja, aber letztes Mal schien es dann doch ein bisschen besser. Ja, hier wird er richtig langsam. Wahrscheinlich kommt er noch ein paar Mal im Spiel vor und ist dann schneller. Und das ist jetzt quasi nur die Proberunde. Ja, dieses Mal hattest du Glück. Ich denke, du hast es verdient. Das ist wie das Rennen gegen den schnellen Cooper. Oder Palmaton. Welcher ja eigentlich der, dieser Löwe ist aus Zelda Ocarina of Time. So, das hätten wir dann geschafft. Nächstes Level. Verdrehte Verbindung. Was soll das denn heißen? Mann, die Ladezeiten brauchen echt lange. Aber okay, ist ja auch eine große Welt. Okay. Jetzt habe ich übersprungen, wo das ist, aber das war doch da hinten, oder nicht? Ah, oh, stimmt, das Ding macht hier so ein lautes Geräusch. Ist auf jeden Fall mit blauen Sprungdingern. Nee, stimmt, das hier hatten wir ja auch schon. Ui. Was könnte denn verdrehte Verbindung heißen? Hatten wir einfach aus schon nach Sprungdingern. Dort oben. Dort oben. Genau. Da müssen wir hin. Das ist ein Knopf, den habe ich schon gesehen. Kannst du klettern? Irgendwie nicht. Blöd. Dann mal sehen, was der Knopf bringt. Au. Das war keine gute Idee. Was soll ich machen? Ach so, blaue Münzen. Kann ich nochmal versuchen? Ja, danke. Ah, da ist noch einer. Da auch noch. Hier auch. Ah. Das war jetzt sehr schlecht.
Hey, wie soll ich das denn machen? Wie soll das denn zu schaffen sein? Mal ehrlich. Oder sind da mehr als 20 und ich brauche einfach nur 20? Wenn dem so ist, dann ist das was anderes. Okay, irgendwie nicht. Hä, wie schnell soll man denn sein? Das kann ich schon vergessen. Also alle zu sammeln scheint ein bisschen krank zu sein. In 20 Sekunden, das schafft doch keiner. So schnell ist man doch gar nicht. Muss man ja eins pro Sekunde finden. Das schafft doch niemand. Nee, das geht nicht. Das geht irgendwie gar nicht. Ich frage, hat das überhaupt etwas hiermit zu tun? Ich schaue nochmal von ein bisschen weiter weg, ob das überhaupt was hiermit zu tun hat. Anscheinend doch nicht. Es ist wohl nur zufälligerweise hier in dieser Richtung. Dann hat das etwas hier mit diesem Ding in der Mitte zu tun. Get alive, the plumber. Okay. Ich springe einfach mal hier lang. Kann ja nicht schaden. Nein! Okay, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ja, mach doch. Ich springe mal zu früh. Ist das was zu früh? Geht doch. Okay, noch irgendwie gerettet. Ah, wow. Das war auch knapp. Okay, mit ein bisschen Taktik, dann ist das egal, dass sich das Ding dreht. Ein Teleporter, na dann.
So, muss ich jetzt hier einen Wandsprung machen? Hier in dem Bereich waren wir auch noch gar nicht. Wofür müssen diese beiden Wände doch sein? Ach so, hier. So, ich kann mir vorstellen, da oben ist auch noch eins. Ich gehe jetzt erstmal zu dem, denn der wurde mir angezeigt. Ja, das könnte böse sein. Oh, wie habe ich das denn hingekriegt? Oh mein Gott. Ich muss sagen, das wirkt ein bisschen krank. Nein! Wow, 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 wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sprünge. Ich hab's geschafft. Hab ich das denn geschafft? Aber ich hab's geschafft, das reicht mir. Ja. Na dann. War das denn jetzt die Aufgabe, die ich machen musste? Ich denke schon. Verdrehte Verbindung, ja, genau. Das musste ich machen. So. Ich denke, es ist nicht allzu schlimm, wenn ich von Freeze Me kürzere Parts mache als von anderen Let's Plays. Ich weiß nicht, kann ja auch nicht mal schaden, so ein Let's Play zu haben. Na dann. Genau, wir können ja sowas machen. Mit zwei Aufgaben pro Part. Das finde ich ist ein guter Deal für den Anfang. Wir müssen uns ja nicht immer strikt dran halten. Also, heute machen wir das mal. Bis zum nächsten Part von Freeze Me. Tschüss.